Wolfgang, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz. Einen herzlichen Gruß auch an die Freunde aus China, die extra hierher gekommen sind. Ich bin eingeladen, hier zu referieren über den US-Wirtschaftskrieg, die Rolle der EU und ja, wie der Westen agiert. Vielleicht noch kurz zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich habe mich seit 40 Jahren mit China beschäftigt. Ich hatte die glückliche Gelegenheit, 2,5 Jahre in Peking zu leben, als die Öffnungspolitik begann, nämlich von 1977 bis 1980. Und habe mich seitdem immer weiter mit China beschäftigt und bin auch immer wieder privat und dienstlich sozusagen dorthin gefahren. Ich habe die letzten 15 oder 18 Jahre meines Berufslebens für die Gewerkschaft IG Metall gearbeitet. Und bei der IG Metall war ich vor allem zuständig halt für die Standardthemen Siemens. Das war der Siemens-Konzern für viele Jahre und später dann für die Automobilindustrie. Ich habe mich nebenbei aber immer wieder mit China befasst und habe für die IG Metall, und das mache ich heute noch, Studienreisen nach China organisiert, wo wir vor allem Betriebe besichtigen. Letztes Thema noch, ich habe vor ein paar Jahren für die Böckler Stiftung, die glaube ich gestern schon zitierte Studie, darüber verfasst, wie sich chinesische Investoren in Deutschland verhalten. Ich habe da 40 Unternehmen untersucht und ich habe selber gestaunt. Fazit war mehr oder weniger die Aussage, lieber 10 chinesische als einen amerikanischen Investor. Gut, diese Studie ist abrufbar im Internet, bei der Böckler Stiftung, das so ein bisschen zu meinem persönlichen China-Hintergrund. Ich will mich aber jetzt ausdrücklich nur auf den Wirtschaftskrieg konzentrieren, habe, so wie es sonst nicht meine Art ist, dazu auch keine extra Folien vorbereitet. Ich mache ja sonst viele Folienschlachten und will das Thema unter mehreren Gesichtspunkten beleuchten. Erster Punkt ist die Geschichte, zweitens die Rolle der USA, drittens, was macht Europa? Und der vierte Punkt, was sollten wir als Linke dazu tun? Zunächst mal der Blick in die Geschichte. Dieser Blick in die Geschichte zurück ist hilfreich, um den jetzigen Wirtschaftskrieg der USA gegen China zu verstehen. Und auch zu verstehen, die gegenwärtige, aber noch nicht abgeschlossene Neuorientierung der europäischen China-Politik. Das westliche China-Projekt lautete bis vor kurzem, so wie die deutsche Ostpolitik früher, Wandel durch Annäherung. Das war das westliche China-Projekt. Gemeint war damit, dass sich China letztlich dem neoliberalen Washington-Konsensus anschließt. Das war da der Kern der Sache. Jetzt kann man heute feststellen, das Projekt ist gescheitert. Warum es im Einzelnen gescheitert ist, ist jetzt nicht Kern meines Referats. Jedenfalls hat Chinas weltmarktorientierte Öffnungs- und Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre nicht zu der im Westen erhofften und vielfach auch theoretisch in vielen Büchern und Politologenaufsätzen begründeten Annäherung der beiden Systeme geführt. Also nichts hat sich die Hoffnung nicht realisiert, dass Chinas Integration in den Weltmarkt und die privatkapitalistischen Elemente in China im Inneren, von denen wir ja vorhin auch gehört haben, irgendwie zu einer Übernahme westlicher, neoliberaler Kapitaldemokratie-Modelle führen würde. Diese Hoffnung ist gescheitert. 2001 trat China der WTO bei. 2001 war das, das sind jetzt 18 Jahre her. Damals kursierte die Vorstellung, China werde seine staatlich gesteuerte Wirtschaft mit dem damals triumphierenden Modell des westlichen freien Marktes verschmelzen. Das ist nicht so gekommen. Der chinesische Staat behielt nämlich die Kontrolle über den Kapitalmarkt, über Zinssätze, Wechselkurse, Kapitalverkehr und so weiter davor. Für die damaligen Träume steht auch ein Begriff, der vor 10, 15 Jahren in der Literatur, angelsächsischen, aber auch in Deutschland populär war,
der Begriff Chimerika. Der Begriff, also ein Kompositum aus China und Amerika. Man kann auch sagen Chimäre, was es dann gewesen ist. Der Begriff steht für die damaligen Träume im Westen. Er wurde geprägt 2006 von dem Wirtschaftshistoriker und Konservativen, britischen Konservativen Neil Ferguson und dem Ökonomen Schularik. Die haben da einen Aufsatz geschrieben, haben den übertitelt Chimerica. Damit deuteten sie eine Symbiose, eine Verschmelzung der Volkswirtschaften Chinas und Amerikas an. Sie argumentierten, China produziere Waren und verwende das dafür eingenommene Kapital, um den USA sozusagen zinsgünstige Kredite zum Kauf dieser Waren zu gewähren. Also das Modell, China produziert und spart und China und die USA geben das Geld, was in China erwirtschaftet ist, aus. Die USA nutzten damals diese zinsgünstigen Kredite zu einer beispiellosen Ausweitung des Konsums, während China durch Vollbeschäftigung und starkes Wirtschaftswachstum davon profitiere, so die Argumentation der Ökonomen. Der leichte Zugang amerikanischer Unternehmen und Haushalte zu chinesischem Kapital war wahrscheinlich eine wesentliche Ursache für den Boom in den frühen 2000er Jahren. Was hatte China davon, außer dass es exportiert hat und Vollbeschäftigung hatte? China hatte davon sehr viele ausländische Devisen. Und wofür hat China diese ausländischen Devisen, vor allem Dollar-Devisen, genutzt? Um amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Gleichzeitig wurde durch den Zufluss der ausländischen Devisen und dass Staatsanleihen in den USA gekauft wurden, der Kurs des Yuan, der chinesischen Währung, niedrig gehalten, was wiederum die Exporte begünstigte. Das war so das Konstrukt von Chimerica, wie es sich damals den Ökonomen darstellte. In den damaligen Analysen wurden auch die latenten Konflikte in dieser Hyperökonomie, dieser Symbiose von China und Amerika thematisiert. Dass das natürlich auf Dauer nicht gut gehen kann, wenn die einen produzieren und sparen und die anderen nur ausgeben und so. Das war ja das Modell. Aber viele Autoren, darunter einer Carabel, der hat das 2009 noch mitten in der westlichen Finanzkrise geschrieben, dass aufgrund der wirtschaftlichen Verschmelzung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt ein Konflikt weder wünschbar noch machbar sei. Es hat sich, wie wir sehen, als Chimäre erwiesen im klassischen Sinne dieses Begriffs. Wir sehen heute, es ist anders gekommen. China ist längst die zweitgrößte Volkswirtschaft oder wenn man es jetzt Kaufkraft bereinigt ausdrückt, nämlich wie viel Burger man für einen Dollar oder einen Yuan kaufen kann, die größte Volkswirtschaft der Welt. Also Kaufkraft bereinigt ist China die größte Volkswirtschaft der Welt. Technologisch ist China auf vielen Gebieten, ich komme nachher noch ausführlicher drauf, inzwischen mit an der Weltspitze oder Spitze. China ist längst nicht mehr eine Ökonomie, so wie das 2005 zeitweilig noch war, die mit billigen Arbeitskräften im Wesentlichen für den Export arbeitet. Über 50% der Wirtschaftsleistung Chinas gehen in den Konsum. Schöne Grüße an die Bundesregierung, an die deutschen Ökonomen. Wenn man das in Deutschland mal hinkriegen würde, würde das auch in Deutschland anders aussehen. Die Armut im Land, wir haben es vorhin gehört, ist fast ausgerottet. China hat in 30 Jahren eine Aufholjagd hingelegt, die in der Weltgeschichte ziemlich beispiellos und ziemlich einmalig ist. Dabei hat China sein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem eben nicht nach den neoliberalen Blaupausen umgekrempelt, sondern pragmatisch und mit ständigem Feintuning die Balance zwischen notwendiger Weltmarktorientierung, notwendiger teilweise Öffnung auch mancher Kapitalmärkte, das wird ja schrittweise auch gemacht, und gesteuerter innerer Entwicklung gewahrt. Und das ist bislang wirklich funktioniert.
Im Westen hat es etwas, Westen, also hierzulande, in Europa, in den, bei den Politikberatern in Europa, in Brüssel, in Berlin, in Frankreich, aber vor allem in den USA, hat das eine Zeit lang gedauert, bis realisiert wurde, dass die eigentlichen China-Träume, die man hatte, Wandel durch Annäherung, die übernehmen schon unser Modell, wir kriegen die schon klein, dass diese China-Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Entschuldigung. Seitdem sortiert sich der Westen neu. Und zwar nach den sehr unterschiedlichen, sehr, sehr unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen, geopolitischen Interessenlagen. Dabei steht natürlich für den seit 1989, dem Fall der Mauern, unangefochtenen, regierenden, dominierenden Welthegemon USA aktuell mehr auf dem Spiel in der Rivalität mit China. Nämlich seine Weltherrschaft, seine politische, seine wirtschaftliche, seine militärische und auch seine kulturelle Dominanz. Das ist das, was für die USA auf dem Spiel steht. Wie wird in den USA inzwischen der Konflikt mit China begriffen? Das Spannende ist, und das müssen wir uns an dieser Stelle klar machen, und auch wenn Nachrichten heute, ich habe gerade Spiegel Online gelesen, über eine mögliche Annäherung im Handelskrieg zwischen USA und China über die Medien gehen, der Konflikt ist meiner Auffassung nach relativ unauflöslich. Und in den USA ist es erklärtes, einvernehmliches Ziel der politischen Eliten, die Gegnerschaft zu China und das Containment, die Eindämmung Chinas, das Ziel Chinas weiteren Aufstieg zu verhindern. Das ist einvernehmliches Ziel. Da gibt es einen Konsens, auch das müssen wir uns hier klar machen. Nicht nur bei Trump und seinen Beratern und Anhängern, sondern die Demokraten sind, sag ich mal, genauso. Und die amerikanischen Gewerkschaften sind an der Stelle kein Stück besser. Der Economist, diese britische Wirtschaftszeitung, zitiert jetzt in der Ausgabe, das im letzten Herbst war das schon, einen amerikanischen Regierungsberater, der sagt explizit, Chinas Ziel ist die Weltherrschaft, sagt dieser Regierungsberater, und es gibt bei uns eine überparteiliche Koalition für einen Gegenschlag. Erklärte Aussage eines US-Regierungsberaters. Man könnte jetzt weitere Zitate von Demokraten, US-Gewerkschaftern und so weiter anführen. Es geht alles in die gleiche Richtung. Das ist das Problem an der Stelle. Was ist das für ein Schlagabtausch mit China? Der von USA losgetretene Schlagabtausch ist im Kern, das ist meine These, es ist kein Handelskrieg. Es geht im Kern nicht um Zölle auf Sojabohnen oder iPhones oder Laptops oder irgendwas. Zölle sind ein Randphänomen. Es geht im Kern um Zukunftstechnologien. Da geht es im Kern drum. Was sind das? Und da will ich in einer Reihe gleich drauf eingehen. Die fünfte Generation des Mobilfunks, künstliche Intelligenz, Cloud und Big Data, autonomes Fahren, Chip-Technologie, das sind die Zukunftstechnologien, um die es geht, und darum geht der Krieg. Die Frage ist für die USA, dominieren die USA weiter diese Zukunftstrends, diese Technologietrends, setzen sie weiter die Industriestandards durch die Größe und Innovationskraft ihrer Unternehmen oder erweist sich China als ebenbürtig? Das ist die Kernfrage an der Stelle. Es geht in den USA nicht um Zölle auf Sportschuhe, auf Möbel oder Fernsehgeräte, sondern um einen Wettlauf um die Zukunftstechnologien. Gehen wir mal die einzelnen Bereiche durch. Fünfte Generation Mobilfunk, der neueste Mobilfunkstandard. Gerade hat die US-Regierung angekündigt,
die einzigen verbliebenen Rivalen von Huawei, nämlich Nokia und Ericsson, mit Billionkrediten zu versorgen. Warum? Das sind ja europäische Firmen. Nokia Siemens Networks, Leo Meyer, wir kennen das alles noch. Warum will Trump diese europäischen Unternehmen mit Billionkrediten versorgen? Sie sollen mit Huawei konkurrieren können, auf Augenhöhe konkurrieren können bei billigen Finanzierungsangeboten. Das ist der Zweck der Sache. Auch wieder Zitat aus der Financial Times, diesmal von einem US-Regierungsberater. Vor Jahrzehnten haben wir unsere Vormachtstellung bei der Telekommunikation aufgegeben. Und jetzt begreifen wir, dass es vielleicht nicht das Beste für unsere nationale Sicherheit war. Offizielles Zitat eines Regierungsbeamten. Die Trump-Regierung musste feststellen, ja, das untersuchen lassen, dass kein Unternehmen, US-Unternehmen mehr Radio-Equipment bauen kann für die Signalübertragung zwischen Mobilfunkmasten. Kein US-Unternehmen kann das mehr. Dann haben sie angefragt bei Technologieunternehmen wie Cisco, die machen Router-Server fürs Internet und so, und Oracle, Datenbankspezialist, ob die das machen könnten, mit Geld natürlich von der Regierung. Die haben explizit abgelehnt, sich in das Geschäft einzulassen. Das ist die Lage in den USA. Dann gibt es in den USA einen Bericht des Defense Innovation Board des Pentagon. Der Bericht ist vom April dieses Jahres. Danach werden die USA bei Mobilfunk immer mehr marginalisiert, an den Rand gedrängt. Zitat wieder aus dem Bericht: Das Land, das 5G, also fünfte Generation Mobilfunkstandard beherrscht, das kontrolliert viele Innovationen und wird die Standards für den Rest der Welt setzen. Gegenwärtig sind die USA nicht dieses Land, stellt dieser Pentagon-Komitee-Bericht fest. Chinesische Technologie ist billiger und in vielen Fällen den westlichen Rivalen überlegen. Das Problem ist, der Mobilfunkstandard der fünften Generation hat einen Multiplikatoreneffekt. Und das ist unbestritten, auch hierzulande unbestritten, für viele andere Technologiefelder wie autonomes Fahren ist ohne, oder teilautonomes Fahren ist ohne Echtzeit-Signalübertragung, das geht nur über Mobilfunk, nicht möglich. Industrielles Internet, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtual Reality, diese ganzen Themen, dieser Multiplikatoreneffekt ist da und wer die Technologie beherrscht, die USA tun es nicht mehr, hat da die Nase vorn. Die USA haben nach dem Bericht des Pentagon ihre Führungsrolle verloren, unter anderem wegen fehlender Investitionen. China hat heute 10-mal so viele Mobilfunkbasisstationen wie die USA. Ich weiß nicht, flächenmäßig dürfte es etwa gleich sein, ich weiß nicht genau, die Fläche Chinas, die Fläche USA. China hat 10-mal so viele Basisstationen. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, ich bin die letzten 2 Wochen durch Tibet geradelt mit meiner Frau, also wir haben uns an die Höhe gewöhnt und so, aber wir hatten auf den Strecken dort immer, das ist ja in Deutschland auch nicht selbstverständlich, immer in Tibet, das ist sehr dicht besiedelt, so wie Shanghai, wir hatten in Tibet immer Mobilfunkempfang. Naja. China hat in den letzten 10 Jahren, in den letzten 5 Jahren 180 Milliarden US-Dollar, das ist wieder ein Bericht des Pentagon, die Zahl, in die Mobilfunkinfrastruktur investiert. Da kann die USA nicht mithalten. Dazu noch eine besondere Pikanterie. Das US-Militär und das Pentagon und die US-Regierung kontrollieren den größten Teil des Funkspektrums, der Frequenzen, die überall sonst auf der Welt für den Mobilfunk genutzt werden. Vor Wochen hat Trump auch wieder Subventionen angekündigt für Firmen, die ein fünfte Generation Mobilfunknetz aufbauen. Natürlich ohne Huawei-Equipment, klar. Trump: Wir können nicht zulassen, dass ein anderes Land, die USA, in dieser zentralen Zukunftsindustrie aussticht. Trumps Entscheidung bedeutet, dass die neue Infrastruktur für einen Frequenzbereich
von 24 bis 300 Gigahertz MM-Wafer, das genannt, gebaut wird. Dieser Frequenzbereich ist in der Reichweite und der Signaldurchdringung dem Sub-6-Frequenzbereich unterhalb von 6 Gigahertz unterlegen. Der wird in der ganzen Welt sonst für Mobilfunk verwandt, natürlich auch in China. Die Washington Post zitiert dazu einen Regierungsbeamten: Damit gewinnen wir ein Rennen im Mobilfunk, in dem sonst niemand mitmacht. Weil die USA hat sich kapriziert auf einen Frequenzbereich, der in der ganzen Welt sonst nicht genutzt wird, um ein Mobilfunkökosystem aufzubauen, das niemand sonst auf der Welt nutzt. Das ist die Pikanterie, in die sich die Trump-Administration jetzt gebracht hat. Gut, das am Rande. Soweit zur fünften Generation Mobilfunk. Weitere Themen: künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Das US-Handelsministerium führt eine Blacklist, eine sogenannte schwarze Liste chinesischer Firmen, mit denen US-Lieferanten ohne explizite Genehmigung keinerlei Geschäfte machen dürfen. Natürlich stehen die chinesischen Telekommunikationskonzerne Huawei, ich habe da auch von denen ein so ein Handy, und ZTE da auf der schwarzen Liste. Also keine US-Firma, auch Google nicht, die mit ihrem Betriebssystem Android dürfen an diese Firmen liefern. Das ist ja inzwischen bekannt. Jetzt hat das US-Handelsministerium diese Liste erweitert. Jetzt stehen auf dieser Liste auch Gesichtserkennungsspezialisten, die Gesichtserkennungsspezialisten McVay, SenseTime und Jitu, chinesische Firmen, und die Spracherkennungsfirma iFlyTech. Alle diese Firmen arbeiten mit künstlicher Intelligenz, um dann aus Millionen von Daten rauszufiltern, das ist das Gesicht des gesuchten Verbrechers oder was immer. Die vorgeschobene Begründung der USA, damit muss jetzt alles herhalten, da sind wir jetzt bei dem anderen Thema, Unterstützung der chinesischen Repression in Xinjiang. Somit argumentiert die USA mit diesem Ding, in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Die großen Entwicklungen, die in China tatsächlich laufen, am Beispiel der künstlichen Intelligenz zu unterdrücken und die klein zu halten. Deswegen dürfen keine US-Firmen mehr an die liefern. Beispiel Chips. Dann sind wir auch wieder beim deutschen Beispiel. Die USA nutzen als Hebel im Wirtschaftskrieg vor allem Chips. Das hat der Konflikt um Huawei und ZTE gezeigt. Warum ist das für China ein Problem? Ganz schlicht deswegen, weil China wertmäßig mehr Chips, Halbleiter importiert als Erdöl. Chinas Erdöl ist in der Ölversorgung fast völlig abhängig von Arabien und so weiter und so fort. Aber wertmäßig muss China mehr zahlen für Chips, die es in seiner Importbilanz hat, als für Öl. Das heißt, das zeigt das ungeheure Volumen. Wo landen diese Chips dann? Natürlich wieder in den iPhones, in den Lenovos, Laptops und so weiter und so fort. Klar, die werden wieder exportiert, aber um das zu machen, braucht China Chips. Allein der Huawei-Konzern, der hat einen Jahresumsatz von 110 Milliarden Euro im letzten Jahr. Das war auch Huawei. Allein der Huawei-Konzern hat im letzten Jahr für 11 Milliarden Dollar Chips aus den USA importiert. Und wenn jetzt auf einen Schlag diese Schranke fällt, sie kriegen keine Chips mehr, ist der Konzern natürlich ziemlich bedroht. Chinas, was ist mit Chinas Halbleiterindustrie? Chinas Halbleiterindustrie ist nach allem, was wir wissen, noch um Jahre zurück. Dabei geht es neben Spezialchips für den Mobilfunk, die von Qualcomm und anderen hergestellt werden, vor allem um die Miniaturisierung. Miniaturisierung heißt, je kleiner die Leiterbahnen auf einem Chip sind, desto weniger Energie wird verbraucht, desto leistungsfähiger kann ein Chip konstruiert werden, desto mehr Leiterbahnen können auf einen Chip zusammengebracht werden. Das ist die Miniaturisierung bei den Chips.
Nur drei Konzerne dominieren hier den Weltmarkt. Das ist TSMC, eine taiwanesische Firma, das ist Intel und das ist Samsung. Die dominieren hier. Es gibt keine anderen, die damit mithalten können. Nur diese drei Konzerne können Hochleistungschips in 5-Nanometer-Technologie liefern. 5 Nanometer ist, glaube ich, ein Tausendstel, eine Millionstel Meter, also in dieser Feinheit. Nur die können das liefern. Woher kommen die Spezialmaschinen für diese Chips? Die Spezialmaschinen für diese Chips, die Lithografie machen, also die diese Bahnen einnetzen, kommen meist von der Firma ASML, die kennt hier keiner, die sitzt in Holland. Die Maschinen kosten so 120, 150 Millionen Euro das Stück und die stehen jetzt auch auf der Liste, die dürfen nicht nach China liefern. Vor kurzem hat eine chinesische Firma noch einen bekommen, ein Shanghai Microelectronic. Aber falls China künftig der Zugang zu der neuesten Chip-Technologie und Produktionstechnologie versperrt wird, kann Chinas Aufholjagd bei den Chips um Jahre zurückgeworfen werden. Das ist die Problematik. Und da setzt die Trump-Administration gnadenlos an. Die deutsche Bundesregierung hat übrigens in der Vergangenheit aktiv mitgeholfen, Chinas Aufholjagd bei der Chipindustrie zu behindern. Vor etwa 3 Jahren wollte ich ein chinesischer Konzern den Aachener Maschinenbauer Aixtron kaufen. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. 200 Mitarbeiter ist nicht so groß, aber 300. Der baut Anlagen für die Beschichtung von Wafern. Wafern, das sind diese Pizzas, aus denen die Chips da ausgeschnitten werden. Nach einer Intervention von, jetzt kommen wieder Demokraten, Republikaner, Obama, kassierte der damalige Wirtschaftsminister Sigi Gabriel die schon ausgesprochene Ministererlaubnis. Es wurde alles zurückgezogen. Soweit zur Kooperation der Bundesregierung an dieser Stelle. Man könnte diese Beispiele weiter vertiefen mit der Zukunftsindustrie und so weiter. Ich will das jetzt nicht fortsetzen. Kern der US-Strategie ist halt eben nicht Zölle und so weiter. Es geht nicht um Zölle auf Möbel, Fernsehen und so weiter, sondern es geht um die Abkopplung Chinas aus den globalen Lieferketten und der Einsatz von Supply Chains und von Finanznetzen als Waffen. Darum geht es. China, USA setzen das systematisch ein. In den letzten 30 Jahren sind diese weltweiten Produktions- und Finanznetze, entstanden. Ein Buchtitel, der vor 15 Jahren ganz populär war, glaube von einem US-Journalisten, Die Welt ist flach, der thematisierte das, wie diese Netze die ganze Welt erfassen und so. Die Sachen werden von USA anderswohin transportiert, dort bearbeitet, integriert, assembliert, gehen zurück in die USA oder nach Deutschland und so weiter und so fort. Das wird in diesem Buch alles lang und breit erläutert. Jetzt werden diese Netze von der US-Regierung als Waffen eingesetzt, auf einem sehr komplexen und verteilten Schlachtfeld. Übrigens schon nach dem 11. September, nach dem Anschlag auf das World Trade Center, begannen die USA, damals noch mit der Finanzindustrie, die globale US-dominierte Finanzindustrie als Waffe gegen Schurkenstaaten einzusetzen. Wie ist das mit den industriellen Lieferketten? Die in den letzten 30 Jahren weltweit entstandenen globalen Lieferketten mit China im Zentrum, sie sollen zerlegt werden. Klare Ansage der USA. Geht mit eurer Produktion an die Firma Dell, an die Firma Intel, an Firma Apple, an was immer, kommt zurück in die USA. Und wenn nicht in die USA, dann wenigstens Mexiko und so weiter, also vor unserer Haustür. In erster Linie geht es nämlich um Lieferketten der Elektronikindustrie. Wir stehen womöglich vor einer Neuordnung des gesamten Technologiesektors, der in US-amerikanische und China-zentrierte Lieferketten vielleicht aufgespalten wird. Es können rivalisierende weltweite Supply-Netze entstehen. Die Kunden müssen sich dann entscheiden, ob sie China-zentrisch oder US-zentrisch arbeiten wollen. Die bisherigen globalen Netzwerke werden also zerlegt. Jetzt wieder Zitat aus einer japanischen Newsletter von der Finanzzeitung Nikkei. In der Elektronikindustrie ist es Konsens, etwa 30% der gesamten Produktion aus China abzuziehen. 30% der gesamten Produktion abzuziehen.
abhängig davon, wie wichtig der US-Markt ist. Jeder braucht einen Plan dafür. Apple sind die Letzten und die Langsamsten bei der Verlagerung. Alle anderen planen viel aggressiver. So zitiert die Nikkei, das Finanzzeitung Nikkei Tribune, einen Supply Chain Spezialisten. Und wenn man weiß, dass die Hälfte der gesamten Weltelektronikproduktion auf China entfällt, die Hälfte, weiß man, was das bedeutet. Aber nicht nur die Supply Chains, die industriellen Lieferketten werden und Logistikketten werden zerlegt. Das ist die Absicht der USA. Auch die Finanzsysteme werden entkoppelt. Nach dem Bericht der verschiedenen Wirtschaftszeitungen, beziehen wir jetzt vor allem auf die Financial Times, prüft die Regierung, US-Regierung alle Optionen, China und chinesische Firmen von US-Kapitalmärkten auszuschließen. Also US-Börsen und so weiter. Eine Option ist, dass US-chinesische Firmen nicht mehr an US-Börsen gelistet werden dürfen. Nach wie vor ist der amerikanische Kapitalmarkt der größte der Welt. Und wenn du dir als Firma, ob Deutsch oder irgendwas, schnell viel Kapital besorgen willst, Amerika erste Adresse. Das wäre dann Schluss. So hat noch vor Jahren der chinesische Internetkonzern Alibaba in den USA an der Wall Street den größten Börsengang in der Geschichte der Wall Street hingelegt. Damit wäre dann Schluss. Stand Februar diesen Jahres waren immerhin 156 chinesische Unternehmen, davon 11 Staatskonzerne mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen US-Dollar an US-Börsen gelistet. Und das soll jetzt, ja, so wird das in US-Kreisen diskutiert, rückabgewickelt werden, rückgedreht werden. Eine weitere Option ist, US-Pensionsfonds die Anlage in chinesischen Anleihen, Assets, Aktien und so weiter zu untersagen. Zu dieser Abkopplung gehört auch die eingeschränkte Visavergabe, US-Visavergabe für chinesische Studenten. Die hat sich unter der Trump-Administration inzwischen schon halbiert. Wieso ist das wichtig oder wieso ist das zahlenmäßig wichtig? Zum Hintergrund, bislang war es für Kinder aus Chinas Führung und auch aus der Mittelklasse das Größte, in den USA zu studieren oder da den Doktor zu machen, einen Postdoc oder irgendetwas da zu machen. Master oder was immer. Ich glaube auch die Tochter von Xi Jinping, vom Staats- und Parteichef, die hat an Harvard studiert. Teilweise stellten Absolventen auch mit chinesischem Pass fast die Hälfte der neu eingestellten Fachkräfte im Silicon Valley in den USA. Das heißt, es ist eine riesige Nummer von Beschäftigung und so weiter, um die es da geht. Und das ist einerseits Talent für die amerikanische Industrie, intelligente chinesische Köpfe für die amerikanische Industrie. Trump sagt no. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, was heißt das für die chinesische Wirtschaft? Man befürchtet, so verschiedene Ökonomen, negative Auswirkungen auf die Produktivität. Wenn China von internationalen Verbindungen abgeschnitten wird, Lieferketten, Finanzströmen oder Zugang zu amerikanischen oder internationalen Universitäten, also weniger Zugang zu anderen Technologien und Fachkräften hat, könnte hier Chinas Produktivität leiden. So die Einschätzung vieler westlicher Ökonomen. Ein Ökonom von der Peking-Universität, Zhang Xiaobo, betont dagegen die Möglichkeit, ja, werde China künftig verstärkt mit anderen sich entwickelnden Ländern zusammenarbeiten und die eigenen Technologien entwickeln. Also das ist so das Szenario. Hat diese Abkopplungsstrategie, das ist jetzt die große Frage, hat diese Abkopplungsstrategie Erfolg? Wie schon gesagt, China hat mehr als die Hälfte der globalen Kapazitäten für die Elektronikindustrie. Binnen weniger Wochen können Zehntausende Arbeiter zum Beispiel für die nächste iPhone-Generation eingeheuert werden. Es gibt in China eine Stadt, Shenzhen, wo sozusagen alle Elektronik der Welt entwickelt, designt und so weiter. Wenn du ein neues Produkt Elektronik entwickeln willst, ob Kopfhörer oder was immer, wohin gehst du auf der Welt? Nach Shenzhen, bei Hongkong, diese Stadt, größer als Hongkong, das Cluster. Kann dieses Cluster auf einmal abgeschaltet werden? Trump versucht, die amerikanische Regierung und die
sind sich da einig, sie wollen es versuchen. Ob das klappt, große Frage. Außerdem führt dieser Overreach, also diese Übergriffigkeit der USA zum forcierten Aufbau von Netzwerken, die an den USA vorbeigehen. Das befürchtet in einer Analyse ein amerikanischer Wissenschaftler, der globale Wirtschaftsnetze untersucht hat. Er führt als Beispiel an den EU-initiierten Aufbau eines internationalen Zahlungssystems, um die nach der einseitigen Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA die dann verhängten US-Sanktionen gegen den Iran zu unterlaufen. Das ging ja auch bei uns durch die Zeitung. Ich weiß nicht, wie der Stand dieses Projekts ist der EU, das muss man auch immer hinterfragen. Aber nicht zufällig haben China und Russland beide Interesse an diesem Projekt geäußert, weil das wäre dann sozusagen nicht mehr alle Zahlungsflüsse weltweit müssen über New York, die Wall Street geklärt werden, sondern es wäre dann in den USA vorbei. Also es bleibt die große Frage, hat diese US-Strategie Erfolg? Von heutigem Stand aus würde ich sagen, und von der Kenntnis der technologischen und der IT-Lieferketten würde ich sagen, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und wenn es zeitweilig Erfolg hat, wird es nur Chinas Bemühen verstärken, eine eigene Chipindustrie, eine eigene weltweit konkurrenzfähige Chipindustrie zu entwickeln, das und so weiter. Kurzfristig kann das natürlich China Wachstum kosten, kann es Arbeitsplätze kosten. Wenn die Elektronikindustrie in China aus China auswandert, was erklärtes Ziel von Trump ist, sind auch hunderttausende Arbeitsplätze bedroht. Wie verhält sich jetzt Deutschland, wie verhält sich die EU in diesem Konflikt? China ist gleichzeitig Partner und systemischer Rivale, so muss man es beschreiben. Bis vor kurzem betrachtete die EU China als strategischen Partner und primär als Quelle von Wachstum und Arbeitsplätzen. Abkopplung von China ist also weder für die EU insgesamt noch für die großen Mächte in der EU, da voran Deutschland, eine strategische Alternative. Das kommt nicht in Frage. Dazu ist Deutschland mit China viel zu sehr wirtschaftlich verkoppelt. China ist inzwischen der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Die China-Strategie der EU und Deutschlands zielt stattdessen auf noch mehr wirtschaftliche Verflechtungen. Deutsch-Europa, sie will Einfluss haben und Mitsprache bei Zukunftsprojekten, zum Beispiel bei dem Seidenstraßenprojekt, bei Made in China 2025, dem Projekt der Aufholjagd der chinesischen Industrie. Deutschland will also vom Aufstieg Chinas weiter profitieren. Gleichzeitig, und das muss man da sagen, das ist die Doppelseite, garantiert die Verankerung im westlichen Bündnis, dass daraus keine Abhängigkeit von China entsteht. Da muss Deutschland sorgfältig lavieren. Bislang war China Partner, inzwischen wird China auch als Rivale erkannt. Das ist ein neuer Ton. Der neue von der Europäischen Kommission und dem Auswärtigen Dienst der EU entwickelte Entwurf einer China-Strategie ist härter, schlägt neue Töne an. Er betrachtet die EU, betrachtet China als, erstens als Kooperationspartner, dessen Ziele eng mit der EU übereinstimmen. Zweitens als Verhandlungspartner, gegenüber welchem die EU einen Interessenausgleich finden muss. Drittens als wirtschaftlichen Konkurrenten im Bemühen um die technologische Führung. Und viertens als Systemrivalen, der alternative Modelle der Regierungsführung propagiert. So hatte das die EU bislang nicht gesagt, so hatte das Deutschland auch bislang nicht gesagt. Und das Papier ist auf Initiative von Deutschland und Frankreich entstanden. Es gibt gleichartige Aussagen in einem Papier des Bundesverbandes Deutscher Industrie, wovon von China als Wirtschaftspartner und so weiter, aber gleichzeitig als Rivalen gesprochen hat. Diese neue politische deutsche und europäische Tonlage, die zeigt, dass mit China eine neue wirtschaftliche, starke und politisch einflussreiche Weltmacht entstanden ist, die die wirtschaftliche, politische, militärische und kulturelle Hegemonie des Westens in Frage stellt. Gleichzeitig verschafft aber Chinas Aufstieg der EU mehr Raum gegenüber den USA. Das ist sozusagen die
der Widerspruch da. Einerseits ist China mit China eine neue Weltmacht entstanden, Wirtschaftsweltmacht, die zunehmend auch politischen Einfluss hat, was für das uneinige Europa und so weiter eine Herausforderung ist. Gleichzeitig verschafft aber dieser Aufstieg Chinas auch gegenüber den USA mehr Raum. Denn nicht nur die EU, sondern auch China und vor allem China setzt auf eine multipolare internationale Ordnung. Deutschland hält sich da ja sehr bedeckt, Frankreich ist da entschiedener. Und mit China haben sie da einen klaren Verfechter für eine multipolare Ordnung im Rücken, wo nicht nur in Washington entschieden wird, was international geht. Rein wirtschaftlich gesehen kann die EU den USA und China die Stirn bieten. Der EU-Binnenmarkt hat ein Volumen von 19 Billionen US-Dollar. Der verleiht ihr bei Handelsverhandlungen, in der Wettbewerbspolitik und bei Regeln und Normen einen enormen Einfluss. Das Problem ist mit der EU, und das sehen wir ja täglich in den Zeitungen, siehe die Brexit-Verhandlungen oder was immer, ist, die EU ist wirtschaftlich ein Riese, politisch sowieso, aber auch militärisch ein Zwerg. Und das muss man jetzt nicht weiter diskutieren. Jedenfalls ist die EU nicht in der Lage, ihre Stimme entsprechend zu äußern. Was macht die EU in dieser Lage? Wie agiert Deutschland? Wie agiert die EU? Es gibt ein klares Interesse, den Rivalen China auch in die Schranken zu weisen. Und dazu auch gegebenenfalls Allianzen mit den USA zu schließen. Das ist in Deutschland Diskussion, das ist auch in Frankreich Diskussion. Ein Beispiel dafür ist das deutsche die Novellierung des Außenwirtschaftsgesetzes durch Altmaier, das war im Frühjahr diesen Jahres, Frühjahr 2019. Danach werden ausländische Nicht-EU-Investitionen von über 10 Prozent einer Prüfung in Wirtschaft, jede Investition über 10% wird einer Prüfung im Wirtschaftsministerium unterzogen. In relevanten Unternehmen, Schlüsselunternehmen, das ist sehr weit definiert. Bislang war die Hürde 25%. Nach KUKA und so weiter ist sie jetzt auf 10% gefallen. In der EU ist ein ähnlicher Mechanismus etabliert. EU-weit sollen jetzt alle Investitionen von Nicht-EU-Firmen, von Nicht-EU-Investoren, die kritische Bereiche Europas betreffen, sensitiv, Stabilität, Sicherheit und was das alles sein kann, sollen untersucht werden. Pikanterie wieder auch da am Rande. Vor kurzem hat, glaube ich, zwei amerikanische Private-Equity-Fonds oder Hedgefonds, Private-Equity-Fonds, KKR und noch einer, Carlyle, haben 50% an der Axel Springer AG erworben, oder 49%, also weit über der 10%-Schwelle. Jetzt ist die Bild-Zeitung sicher für Deutschland sicherheitsrelevant, also das wird keiner hier im Raum bestreiten. Also es ist ja ein Medium, was Politik bestimmt und so weiter und so fort. Diese Investition, kein Screening, nichts, null. Wenn ein chinesischer Autokonzern bei Daimler einsteigt, die haben jetzt erst 9,7% Chile, wenn sie auf 10,1% erhöhen wollen, wird das gescreent und das könnte Deutschlands Sicherheit, Europas Sicherheit auf dem Spiel stehen. Da ist eine solche Heuchelei, eine solche Doppelbödigkeit auf dem Spiel, wie man einerseits gegen chinesische Investoren, mögliche chinesische Investoren vorgeht und was sonst im Westen halt üblich ist. Es gibt inzwischen auch eine Richtlinie der EU, was den Mobilfunkstandard der fünften Generation und das Equipment angeht. Diese Richtlinie der EU sagt nicht, dass Huawei ausgeschlossen werden soll. Da würden auch die europäischen Telekom-Konzerne rebellieren, weil Huawei sind die besten und die billigsten. Es ist so. Aber sie fordern zu einer verschärften Prüfung und so weiter dort auf. Schließlich gibt es eine weitere Initiative,
auch auf EU-Ebene einen Vorschlag an die USA, dass doch bitteschön Europa und USA sich zusammentun sollen, um beim Bereich, um bei den Zukunftstechnologien, Mobilfunk, autonomes Fahren, Cloud Computing, was alles diese Zukunftstechnologien sind, gemeinsam Standards und Richtlinien zu entwickeln. Weil wenn man das nicht tun würde, würde es China machen. Ganz klarer Vorschlag an der EU-Kommission, an die USA, das gemeinsam zu machen. Das heißt, die EU und speziell Deutschland darin sind lebhaft daran bemüht, Chinas Einfluss einzudämmen. Und dann kommt vom französischen Präsidenten Macron noch der Vorschlag, man müsse Russland jetzt viel enger in die Kooperation einbeziehen. Warum? Weil sonst würde Russland zu sehr im chinesischen Einflussfeld sein. Das ist passt in dieses ganze Bild, wie sich die Europa und die beiden dominierenden Mächte darin, Deutschland und Frankreich, in dieser Situation verhalten. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit will ich den Abschnitt über Deutschlands Rolle für Chinas Industriepolitik, Industrie 4.0, Made in China 2025, jetzt weglassen. Das kommt wird in dem Artikelaufsatz dann in ISW Nachrichten drin sein. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Angesichts dieser Lage, wo die USA eine völlig klare Strategie gegen China verfolgen und diese Strategie sich auch nicht ändert, das möchte ich hier betonen, vielleicht die Tonlage, aber die Strategie wird sich nicht verändern, wenn jetzt Trump durch einen anderen Idioten ersetzt wird. Das wird sich nicht ändern. USA, klare Strategie, China soll eingedämmt werden, das ist unser Hauptfeind. Angesichts dessen, dass in der EU einerseits Chinas Aufstieg begrüßt wird, weil er öffnet Freiräume gegenüber den USA, aber gleichzeitig die Rivalität mit USA, mit China auf vielen Gebieten ausgedruckt wird, wie sollen wir als Linke da verhandeln, verhalten? Dazu zwei Themen noch, ganz kurz. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, und das müssen wir nachher diskutieren, unsere Aufgabe ist es, für ein engeres Zusammengehen Europas und Deutschlands mit China einzutreten. Ich denke, die Menschen in Deutschland, die Menschen in Europa haben nichts dadurch zu verlieren, sondern alles dadurch zu gewinnen, dass man diese Zusammenarbeit verstärkt, dass man diese Zusammenarbeit sucht, dass zum Beispiel dann Deutschland und die EU an diesem Projekt Seidenstraße teilnehmen und nicht nur das den Italienern überlassen oder den Griechen, sondern dass es auch ein erklärtes Projekt der EU ist, dass dieser eurasische Kontinent sich weiterentwickelt. Da sollten wir unbedingt für eintreten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist jetzt vielleicht umstritten in diesem Saal, aber ich sage es trotzdem, ich finde es ekelhaft, wie in den deutschen Medien, speziell in den deutschen Medien, internationale Medien sind da vorsichtiger, das China-Bild ständig manipuliert wird. Also ob man das Thema jetzt Hongkong nimmt und die Proteste in Hongkong nimmt, wo die sozialen Hintergründe der Proteste und dass die Proteste ganz eindeutig antichinesisch sind, xenophob sind und so weiter, das wird in deutschen Medien nicht erwähnt. Das fällt runter. Da muss man halt britische und andere Medien lesen, um das zu erfahren. Oder das Bild vom digitalen Überwachungsstaat Chinas. Der digitale Überwachungsstaat Chinas ist vor allem eine Erfindung von Buchautoren, die ihre Bücher gut verkaufen wollen und vom Spiegel und anderen Medien, die das entsprechend verbreiten wollen. Bislang ist das so, man kann es am Beispiel von Social Scoring, also der sogenannten Sozialkreditprojekt in China und anderen Beispielen diskutiert, dass die chinesische Öffentlichkeit in der großen Mehrheit diese Projekte unterstützt, weil die Sicherheit im Lande
die Sicherheit im Lande oder jetzt beim Social Scoring, die, ja, das den gegenseitigen Credit, die gegenseitige Glaubhaftigkeit, wenn du eine Internettransaktion machst, dass dein Geld nicht weg ist. Wenn du Babypulver bestellst, dass du nicht vergiftetes, gepanschtes Babypulver kriegst und so, was in China tagtäglich der Fall war, da ist die öffentliche Meinung ganz klar dafür, so ein Social Credit System ist unbedingt zu schaffen. Das wird bloß in den deutschen Medien, da muss man schon sehr genau lesen, einfach völlig unterschlagen und da wird der Big Brother und so weiter angemahnt. Und ich finde, ja, ich finde persönlich jedenfalls diese Propaganda, die da gemacht wird, ziemlich ekelhaft. Also ich denke, zwei Aufgaben. Eine Aufgabe, wir sollten dafür eintreten, für ein engeres Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit China. Und zweitens eben die Bekämpfung dieser tatsächlich ekelhaften Manipulation, die in den Medien da gemacht wird. Vielen Dank.